Hallo und herzlich willkommen zu Ihren SAK-TV-Nachrichten heute mit diesen Themen. Jubiläum in Berlin, der BWP lädt zum 20. Forum Wärmepumpe und Messe in Nürnberg über 30.000 Besucher bei der Chillventa. In Berlin hat der Bundesverband Wärmepumpe zum Jubiläum geladen. 200 Gäste waren vor Ort, 150 haben sich online zugeschaltet. Das Top-Thema beim 20. Forum Wärmepumpe war natürlich der aktuelle Boom der Wärmepumpe. Vor dem Hintergrund des unglaublichen Booms, den wir im Moment erleben, zum einen die Ruhe zu bewahren, denn das ist ja das, was wir uns immer gewünscht haben, wenn es auch viele neue Herausforderungen bringt, kundenorientiert zu bleiben und die Qualität in der Produktion, aber auch im Handwerk sicherzustellen. Ja, die Qualität sicherzustellen, das klingt erstmal nach einer Selbstverständlichkeit, aber beim Forum wurde auch darauf das Augenmerk gelegt. Jeder Markt, der enorm boomt, birgt die Gefahr in sich, dass Abkürzungen gesucht werden. Und da bin ich der Auffassung, dass wir auch in einem boomenden Markt bezüglich der Betriebssicherheit und der Energieeffizienz Sorge tragen müssen, weil jeder Energie- oder Stromfresser, der eingebaut wird, da müssen wir mehr Stromproduktion dazu bauen und das ist irgendwie ungesund. Ja, was sonst noch los war beim 20. Forum Wärmepumpe, das sehen Sie am Dienstag hier in einer aktuellen Reportage. Mit rund 850 Ausstellern aus 43 Ländern hat sich die Weltleitmesse nach 4 Jahren wieder als wichtigste Messe der internationalen Kälte-, Klimalüftungs- und Wärmepumpenbranche präsentiert. Laut Messe Nürnberg kamen über 30.000 Besucher an den 3 Messetagen zur Chillventa. Auffällig, die Wärmepumpen fanden auf den Ständen insbesondere der asiatischen Aussteller viel Platz auf den Ausstellungsflächen. Und dem Beobachter entging nicht, dass gerade bei den präsentierten Wärmepumpen auf den Ständen der Aussteller das Interesse besonders groß war. Neben den klassischen Chillventa-Themen der Kälte und Kühlung stand auch das Thema Luftreinigung hoch im Kurs. Auch Hersteller, die man auf SAK-Messen in diesem Jahr noch nicht als Aussteller angetroffen hatte, waren in Nürnberg vertreten. So auch Sanha, der Hersteller, hat hier sein spezielles Produktprogramm für den Kältebauer gezeigt. Sanha stellt auf der Chillventa in Nürnberg aus im Bereich Kälte und Kühlung mit insgesamt 4 Produktserien, Verbindungstechniken Löten und Pressen. Wir haben eine spezielle Löt-Fitting-Serie, RefHP, die insbesondere in transkritischen Anwendungen eingesetzt werden kann, bis zu 130 Bar und die bereits in vielen Projekten in Europa eingesetzt wird, erfolgreich eingesetzt wird. Wir haben darüber für den subkritischen Bereich, wo keine hohen Betriebsdrücke benötigt werden, Presssysteme, die sich auch sehr leicht und rasch verbinden und einsetzen lassen. Und wir sind mit dem Verlauf der Messe sehr zufrieden. Wir haben viele Kältebauer, viele gute Kontakte hier und freuen uns, dass wir hier sein können. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Von uns schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mögen, am Dienstag sind wir wieder für Sie da. Mit einer aktuellen Reportage. Bis dahin, Ihnen alles Gute.